Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich alles mal um die Mac Audio MPE 2.0, Zweikanal-Endstufe. In dem Fall steht der Name eigentlich nicht für MPE 2.0, sondern eigentlich für MP-Serie exklusiv 2.0, dafür das E. Es ist eine sehr kleine, kompakte Zweikanal-Endstufe aus der ursprünglichen MP-Serie, die es ja schon etwas länger von Mac Audio gibt. Ist so das aktuelle Modell. Hab die jetzt auch schon ein paar Wochen immer wieder mal geknechtet. Man sieht so ein paar Gebrauchsspuren. Die hat schon ein bisschen was erlebt. Bis jetzt funktioniert sie noch. Also ein bisschen erstaunlich. Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg sie kaputt, aber irgendwie hat es halt funktioniert. Die kleine ist angegeben 560 Watt Max. Tatsächlich dahinter stecken 2x80 Watt Sinus an 2 Ohm. An 4 Ohm sollen es 2x60 Watt bzw. einmal 160 Watt gebrückt sein. Reicht für einen kleinen Saffo, für eine kleine Basskiste oder ein paar Lautsprecher auf der Hutablage voll und ganz aus. Preislich liegen die Dinger so bei, ich glaube, 80, 90 Euro. Für den Preis ist es auch ganz okay. Also da gibt es definitiv schlechtere Endstufen. Und die MP-Serie ist auch relativ beliebt aufgrund dessen, dass sie halt relativ unzerstörbar sind und das für den günstigen Preis. Relativ bedeutet, es gibt immer wieder Leute, die schaffen es trotzdem, eine Endstufe kaputt zu machen. Das liegt aber dann oftmals einfach an falschen Einstellungen oder halt schlechter Verkabelung, schlechter Stromversorgung. Was kann sie? Wir haben ein bisschen Alu-Kühlkörper oben, noch ein bisschen was als Verzierung mit ein paar Schrauben gemacht. Ein eingefrästes Mac Audio Logo. Wir haben Line-In, Cinch, Stereo. Wir haben Line-Out, zwei Stück. Wir haben einen Levelregler für die Lautstärke. Der Lautstärke ist eigentlich falsch, für die Cinch-Eingangsspannung, Ausgangsspannungsgeschichte, um den Pegel anzupassen. Wir haben einen Bassboost bei 12 dB. Wir haben einen Hochpassfilter von 40 bis 300 Hertz und einen Lowpassfilter für Subwoofer von 30 bis 300 Hertz. Auch 40 bis 300 Hertz, okay. Kann diesen schalten oder abschalten, kann sie Full Range schalten, kann sie auf Mono umschalten, kann sie auf Stereo umschalten. Das ist eigentlich alles Gängige, was man so bei einer Zweikanal braucht. Auf der anderen Seite sehen wir Standard Stromanschluss-Terminals für Kabelschuhe mit Ringöse, mit Gabel, je nachdem. Fängt hier an mit Ground für die Masse, Remote-Anschluss für Schaltspannung und 12 Volt für den Dauerstrom. Abgesichert ist die kleine mit 20 Ampere, reicht voll und ganz aus. Heißt also, ich kann hier irgendwo mit einem 10 Quadrat Kabelset auf C-Kupfer drauf gehen, voll und ganz. Reicht das, das geht in Ordnung. Theoretisch denke ich mal, 8 Quadrat müsste auch noch reichen. Ansonsten haben wir hier zwei Anschlüsse für die Lautsprecher, kann gebrückt werden mit Plus und Minus, um dann halt für Subwooferbetrieb etwas mehr Leistung zu haben. Mehr ist so an dem Gerät eigentlich nicht dran, was so nennenswert wäre, zeigbar wäre. Das ist jetzt nichts unbedingt so Neues. Was haben wir noch? Wir haben eine Schutzschaltung gegen Kurzschluss oder Gleichspannung. Eine Abschaltung gegen Übertemperatur, wenn es euch mal zu heiß wird im Kofferraum. Es sind keine Endstufen, die man unbedingt unsichtbar verbauen sollte. Also die werden dann doch sehr, sehr schnell warm und schalten ab. Die braucht schon ein bisschen Luft. Also das funktioniert nie. Was kann sie noch? Was kann sie denn noch so Interessantes? Ja, Monobetrieb habe ich eigentlich erklärt. Gewichtstechnisch liegt sie so ungefähr bei 2 Kilo. Frequenzverlauf ist angegeben von 5 bis 300 Hertz mit minus 3 dB vom Hersteller. Ergibt für mich keinen Sinn. Es ist eine Vollbereichsendstufe. 5 bis 300 Hertz, keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben bei Mac Audio. An sich ein sehr einfaches, günstiges Produkt. Hat jetzt keine Besonderheiten, wo ich jetzt sagen müsste, die hat kein anderer Hersteller. Bassboost arbeitet bei 45 Hertz, kann von 0 bis 12 dB stufenlos geschaltet werden. Das war es eigentlich schon so im Groben und Ganzen, was man zu dem Gerät sagen kann. Es ist eine sehr kleine, günstige Einsteiger-Endstufe. Man sollte nicht zu viel erwarten. Aber ich sage mal, wer so eine kleine Bassunterstützung braucht, einen kleinen Subwoofer hat mit, was weiß ich, 100, 150 Watt Sinus, der kann mit der kleinen Endstufe vermutlich im Alltag schon glücklich werden. Ja. Man muss ja immer den günstigen Preis sehen und dafür ist es eigentlich ganz in Ordnung. Da gibt es Schlimmeres, definitiv Schlimmeres. Gut, das war es auch schon wieder von mir zu der Mac Audio MPE 2.0. Ich hoffe, hat euch gefallen. Über einen Kommentar würde ich mich freuen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.